Und weiter geht's mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Und wenn du gerade Bock hast, auf ein paar dickere Brocken zu ziehen, sag mal, du bist gerade Level 12 und denkst dir, boah, geil, Alden, jetzt wo ich so richtig geile Ruten habe, ziehe ich mir mal ein paar dicke, fette Brocken raus, dann ist das hier genau der richtige Platz. Naja, im Idealfall fängt man nicht an, mit Level 12 die dicken Brocken zu ziehen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja immer wieder so, dass die ganzen Anfängerlümmels sich denken, Alden, ich bin jetzt Level 12, jetzt geht es ab, Alter. Ab an die alte Festung und dann mal schön auf Karpfen oder sowas. Was man tatsächlich machen könnte, wenn man das geeignete Setup schon hat, ist, sich hier unten an diese Stelle zu stellen, genau auf diese Brücke und dann da rein in diesen Fuß zu werfen. Vorteil von diesem Fuß ist, die Fische kommen da nicht so leicht raus. Das heißt also, auch wenn man hier steht und man hat vielleicht auf seiner Route, auf seiner Rolle, keine Ahnung, vielleicht nur 150 Meter Schnur, reicht das Dicke aus. Weit unter 100 Meter Schnur würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf der Rolle haben wollen. Dann wird es vielleicht doch langsam eng. Diese 100 Meter Schnur sollte man dann schon Minimum haben. Aber ich glaube, wenn man ein vernünftiges Setup schon zusammengestellt hat, dann wird das auch funktionieren. Ich nehme jetzt mal extra meine kleineren Routen hier. Was heißt kleineren? Das heißt, die Routen mit weniger Tragkraft. Und baue das jetzt hier mal einmal tatsächlich zusammen mit, sagen wir mal, nur, na, sagen wir mal, 5 Kilo Tragfähigkeit ist schon, ach komm, wir machen einmal 5 Kilo Tragfähigkeit. Irgendein Experte stellt sich doch hier auch hin mit ungefähr 5 Kilo Tragfähigkeit. Einfach nur mal, um zu zeigen, was das für eine gute Idee ist. 5 Kilo Tragfähigkeit, Vorfach machen wir entsprechend natürlich. Also die Schnur hat gerade 5 Kilo. Das heißt, wir machen das Vorfach drunter auf 4,4 Kilo. Und was machen wir hier dran? Wir klatschen hier mal einen Käsewürfel dran. So, Käsewürfel. Und das werfen wir dann ohne Clip. Einfach da vorne direkt vor dieses Holz. Mega gute Position seit 20 Jahren. So, jetzt haben wir natürlich hier ein dünnes Vorfach dran und eine dünne Schnur. Dementsprechend weit runter gehen wir erstmal von der Bremse, erstmal locker runter. So. Und hochstellen können wir immer noch. Das heißt, wenn der erste dicke, fette Fisch reinballert und der zieht richtig ab, dann stellen wir langsam die Bremse hoch bis kurz vor den roten Bereich. So direkt in den roten Bereich muss man es ja nicht machen, weil dann der Verschleiß so hoch geht. Aber dann hat man halt so einen Richtwert, wie weit kann man diese Action Bar oder wie weit kann man die Bremse hochziehen, dass die Action Bar halt schön Maximum ausgenutzt ist oder die Bremse halt. Und dann guckt man halt weiter. So, nächstes Setup. Bauen wir natürlich erstmal ein bisschen klassischer zusammen. Hatten wir nicht irgendwo eine 12 Kilo Schnur hier? 12 Kilo Schnur. Macht schon ein bisschen mehr Sinn. Vorfach darunter natürlich. Wenn ihr wissen wollt, wie man Routensets und so weiter alles richtig zusammenbaut, es gibt eine ganze Serie mit Quick-Tip. Quick-Tip Grund-Fiederrouten. Quick-Tip Spinning-Routen. Quick-Tip Karpfenrouten. Quick-Tip Futtermische. Quick-Tip richtig skillen und so weiter. Einfach mal auf dem Kanal gucken. Quick-Tip eintippen. Geht ratzfatz. Geht auch wirklich quick. Ei, ei. So, 10, 13, 10 Kilo. Komm, machen wir 10 Kilo. 10 Kilo Vorfach. Hier machen wir einen... Ich bleib mal bei einem Vierer. Ne, komm, ich mache einen Einserhaken. Einserhaken und Tauwurm. Werfe ich auch an die gleiche Stelle. Halt, mir fällt gerade ein, ich habe hier verkehrte Bleie dran. An der Stelle ist es schlammig. Von daher verwenden wir schlammige Bleie. So, zack, auch da vorne hingeschleudert. Halt, auch hier die Bremse ein bisschen runter. Und hier könnte ich eigentlich nochmal eben
das Blei ändern. Wenn sowas hier passiert, das passiert regelmäßig, wenn man quasi am Untergrund hängen bleibt. Einfach die Bremse hier auch schon langsam ein bisschen hoch. Zack, dann löst es sich schon. So. Und wir gehen hier vom Blei auch auf dieses. Das mit den ganzen Bleien und ähnliches, das ist eine Geschichte, die man später wichtiger ist, um halt das Optimum rauszuholen. Wenn ihr anfangs noch günstige Blei habt, macht euch da keinen Stress mit. So ein Blei kostet auch knapp 40 Silber. Die Kohle hat man anfangs nicht über. Da kann man anfangs natürlich auch mit einem ganz normalen Blei rumhantieren. So, jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen härter rein. Ich nehme mal hier eine 19 Kilo Schnur und gehe dann da runter auf... nehmen wir mal hier 13,8 Kilo. Auch hier einen Einserhaken und dann einen der wichtigsten Köder, die Kartoffel. Habe ich hier das Blei schon geändert? Noch nicht. Also wie gesagt, anfangs, wenn man hier mit diesen Kandidaten rumhantiert, ne, reicht das völlig. Kohle sparen, erstmal vernünftige Routen kaufen und so. Und der ganze Feinschliff, der kommt dann später. So, und raus damit. Bremse passt. So. Und dann Attacke Vollgas. Warum habe ich jetzt diesen Spot ausgesucht? Weil ich hier gestern Abend noch stand. Und gestern Abend stand ich hier allerdings mit dem großen, dicken, fetten Setup. Und mit, ja, also mit den Karpfenruten. Und mit Boilies, beziehungsweise mit Kunstmais. Kunstmais, Himbeere und so weiter. Und es hat ganz gut funktioniert. Es sind hier einige Amure reingerasselt. Und es sind auch, und da bimmelt es los auf der Kartoffel. Und es sind auch, es waren auch ein paar Giebel dabei. Eine Karausche noch mit dabei. Und auch eine Schleie mit dabei. Und das ist einfach, so ein schönes, buntes Dingen. Eine bunte Zusammenstellung. Guck mal hier, ey. Kleiner Karpfen schon. 2 Kilo Schubi. Kämpfen wir mal ein bisschen weiter. Geht schon gut los auf der Kartoffel. Ohne Futtermische, ohne alles, ne? Immer wichtig, erstmal blank testen. Ja, und das, wie gesagt, ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen dafür, dass da ein bisschen was geht. Eigentlich war ich auf der Suche nach dicken, fetten Amuren, gerne auch schwarzer Amur. Der ist dann tendenziell eher bei schlechtem Wetter auch anzutreffen. Vielleicht ist das ja am nächsten Tag oder hier bei Dauerregen. Vielleicht rasselt der hier auch nochmal mit rein. Und das ist gerade hier meine... Und da geht der nächste hier rein. Aufpassen, das darf nicht passieren, dass der unter der Brücke hindurchschwimmt. Das wäre schlecht. Das wäre wirklich schlecht. Denn dann ist die Map offen. Und wenn da einer hinten hin abhaut und ihr habt 100 Meter Schnur, dann war es das. Dann heißt es sofort die Route packen, die ganze Zeit die Schnur auf Spannung halten, hier hinterher rennen, schwitzen. Will man ja nicht. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir stellen gerade fest, 2 zu 0 für die beiden anderen Routen. Beste Kombi gerade oder bester Köder jetzt gerade die olle Kartoffel. Wenn sowas passiert, oh, jetzt bimmelt's. War das auf der? Ne, ist auf der hier. Ja, es bimmelt hier auf dem Tauwurm. Wenn ihr sowas merkt, lange keine Frequenz, hier zum Beispiel gerade der Käse, einfach mal ändern. Klassischer Köder, immer wieder mal testen. Maiskornalgen. Maiskorn, jeder Karpfenangler angelt wohl mal auch mit Maiskorn. So, rauswerfen. Guck mal hier, nächster, ab geht es. Und da ist schon einer dran. Bremse kann man langsam hochstellen, perfekt. Karausche, weiter geht's. Auch mal mit dem Mistwurm hier rumhantieren. Mistwurm mal reinschmeißen. Auch vor allem in der Nacht die Würmer testen. Jawohl, da haben wir einen dran, der ein bisschen mehr Speck auf den Rippen hat. Sehr gut. Komm ran hier. Yep. Ah. Ha. Und die können wir schon gerne mitnehmen. 5 Kilo, schon ganz gutes Gewicht für... Naja, ich sag mal, auf einem 5 Kilo Setup hätte er jetzt erstmal ordentlich Kette gegeben.
wäre ein bisschen kritisch, aber jetzt natürlich hier mit dem 13 Kilo Setup gar kein Problem. Zieht man ordentlich raus, kohlemäßig auch gar nicht so schlecht. Da macht das schon langsam Spaß. Auf der ollen Kartoffel. Wo kriegt man Kartoffel her? Vom Windenbach natürlich. Windenbach, wenn ihr hier Köderbeschaffung natürlich skillt. Wichtig, ballert hier, keine Ahnung, 500 Mal Baguette kaufen, durchballern. 500 Kartoffeln kaufen, durchballern, Perlengraupenbrei 500 mal kaufen, durchballern und so weiter und so weiter. Ich sag mal so bis ungefähr, naja, vielleicht sogar bis zum, also wenn ihr bis zum Haferbrei seid, ist schon mal gut. Dann vielleicht mal so eine kleine Pause machen. Irgendwann mal bis zum Knoblauchteig wäre vielleicht nicht so schlecht. Knoblauchteig ist schon mal ganz gut. Bei Käsewürfel und Quarkteig, da würde ich vielleicht erstmal eine Pause machen, aus rein finanziellen Gründen, denn dann wird es langsam wirklich teuer. Ja, man muss hier mindestens Level 16 auch für sein, dass man sich den Käse kaufen kann am Koori. Also ab da wird es langsam haarig und da würde ich auch echt langsam vielleicht eine Pause machen und echt ins Sparen gehen, dass man spätestens da die letzten paar Level nochmal richtig spart, vor Level 19, 20, dass man da sich die guten Routen kaufen kann. Ab Level 20, so eine HSV-Rolle sollte man sich ja kaufen. Und vielleicht ist man dann beim Grundangeln schon bei ungefähr 60%. Und wenn man dann die 60% im Grundangeln schon hat, dann kann man auch schön sich die Karpfenrouten direkt kaufen. Was natürlich super geil ist, denn dann spart man sich einfach die Fiederrouten. Direkt auf die Karpfenrouten gehen, direkt auf die dicken Brocken. Mega geil. Wie man schnell Prozente kriegt im Grundangeln, im Spinfischen. Auch dazu gibt es ein Video auf dem Kanal. Kann ich auch gerne mal alles nochmal unten drunter verlinken. Ganz wichtig, die ganzen Quick-Tipps, wie man da, wie gesagt, auch die Prozente schnell hochpusht. Ja, und jetzt zuppelt das hier los. Immer noch keine Reaction hier auf der ersten Route. Bis jetzt schwächelt die erste Route mit dem feinen Setup. Unnormal. Immerhin hier auf Kartoffel und Co. Was man natürlich machen kann, wenn man gleiche Setups hat, dreimal die gleichen, dann baut man irgendwann die Routen so um, dass der aktivste Köder halt überall drauf ist. Fertig. Und dann Attacke Vollgas. So. Aber das sieht auch schon mal ganz gut aus. Was man natürlich auch machen kann, einfach mal ein bisschen die Ecke ändern, auch mal hier gerade auswerfen. Zack. Und auch gar nicht so weit, ne? Man muss gar nicht so weit. Man kann natürlich auch mal bis dahin werfen, zu den Seerosen. Oder wenn man hier weiter rechts steht, dann wirft man auch mal, wie gesagt, hier einmal zu der Kante oder zu der Kante oder da hinten hin zu der Schilfkante. Aber ihr seht, Kartoffel best, Alter. Ah, guck mal da, links hingeworfen mit dem Mais und es lübt. Gucke mal da. Also 20 Gramm Blei, wenig. Oh, 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 guck mal hier. Auch eine schöne fette Karausche. Noch keine Schleie, finde ich schade. Leider noch keine Schleie. Aber vielleicht gehen die noch rein. Und was eben auch geil ist, gerade mit den Würmern hier, Mistwurm tatsächlich, also Regenwurm, Mistwurm und Tauwurm. Mit den Basisködern kann man sich auch hier schön in der Nacht hinstellen. Einfach mal nachts rausballern und mal gucken, was geht. Es können natürlich auch die normalen Schläfergrundeln reingehen. Aber es können eben auch Schleien bzw. die Aale reinballern. Und auch das hier ist ein ganz klassischer alter Aalsport. Hier habe ich schon mehrere Trophys gefangen. Sogar auch auf Pose gefangen, wenn man sich hier hinstellt. So 1,10 Meter bis 1,20 Meter von der Tiefe. Auch da mit den Ködern geht das auch gerne mal mit der Pose. Überhaupt kein Problem. Jo, so sieht das aus. 7 Minuten jetzt bisher. 7 Minuten Fisch. Und 9 Fische insgesamt. Ist schon ganz okay. Was man natürlich auch machen kann, die ganzen Teige testen. Nehmen wir mal hier den, der bisher am schlechtesten läuft, nochmal raus. Was geht auch immer ganz gut?
Natürlich so Erbsenbrei und so testen auch gerne mal für Brasse. Knoblauchteig auch für Brasse. Perlengraupenbrei, ein schöner Allrounder. Kartoffelkäse und Co. Weißbrot ist natürlich immer der Klassiker. Auch immer wieder testen. Weizenkorn kann man auch immer mal wieder testen. Einfach nochmal raus, das olle Weizenkorn. So, auch komplett immer unterm Radar, der Köder. Und weiter geht's. Noch kein dicker, fetter Drill. Finde ich gut, schont mein Setup. So. Zwischendurch zuppel ich immer mal dran. Einmal kurz so mit Y so drüber und nur ganz leicht, zack, kurz anschlagen. Das triggert manchmal irgendwie die Fische, warum auch immer. Ja, aber so und so ähnlich läuft's oder läuft's, zack, geht direkt wieder weiter. Also Kartoffel momentan ganz, ganz, ganz weit vorne. Kartoffel, bester Köder gerade hier an der Stelle. Jetzt zieht er ab. Sehr gut, ey. Und ist es ein fetter Giebel. Kannst du nicht ausdenken, Alter. Na, guck mal hier. Und da, erster Kontakt hier auf dem Weizenkorn. Sehr schön. Leichtes Setup, Weizenkorn. Alter, nebenan. Fette Karausche. Geht auch, ey. Was haben wir nebenan? Da zuppelt's hart rein. Fetter Amur könnte sein, ne? Mit solchen Kopfschlägen. Oder ein Giebel. Jetzt momentan Flaute auf dem Tauwurm. Das heißt, oh, da war schon was dran. Nein, das ist das Schlimmste, was passieren kann auf dem Tauwurm. Wenn da so eine olle Schläfergrundel sich dran nübbelt und nicht bewegt, Alter. Dann blockiert die ganze Zeit, Alter. Dann blockiert die ganze Zeit den Köder. Komm ran hier. Ah, da ist er wieder, der Amur auf der Kartoffel. 4,4 Kilo. Rabams. Mehr davon, ey. Ja, und so weiter und so weiter. Eine weitere Stelle, wenn ihr hier steht und ihr sagt, geht nicht so, dann einfach mal hier vorne testen. Auch hier die Stelle, wir gehen da mal eben hin. Ist ja wirklich nicht weit von hier. Wenn man schon mal hier unten ist in der Ecke und schon so weit gelatscht ist, dann einfach hier testen. Und exakt hier ist es schon. Dahin werfen. Also hier hinwerfen, flach, hierhin, bisschen weiter. Einfach so in diesem Bereich, alles richtig gemacht. Gleiche Köder wie gerade schon gezeigt, gleiche Kombi. Da einfach wichtig, gucken, dass ihr die Fische nach da hinten drillt. Sobald die hier in die Richtung gehen, die Fische, richtig Kette geben, laufen, 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 an dem Fisch vorbeirennen, auf Spannung die Schnur die ganze Zeit halten und dann hier hinstellen und wieder ziehen, dass der Fisch nach da hinten hin abhaut. Das Schlimmste ist, wenn ihr einen viel zu kampfstarken Fisch habt und der haut hier unten durch ab. Das will man echt nicht. Das ist schlecht. So, es zuppelt hier noch so schön weiter. Ich mache mir jetzt erstmal einen ganz entspannten Vormittag. Gönn mir jetzt hier gleich noch ein Käffchen. Und dann geht es hier entspannt an der alten Festung weiter. Mal gucken, was hier noch so reingeht. Petri, ihr lümmelt, wenn das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, denn hier folgen jede Menge weitere Videos zur R4. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.